So, Teil 2. Ob sie aufs Hauptquartier unzerstört sind. Moment, ist das Hauptquartier nicht die Burg? Hä? Okay, wir müssen nur einen der KIs zerstören. Okay, das ist schon mal eine andere Startvorgabe. Wir haben nicht viel Nahrung. Aber dafür alles andere. Wir können sogar direkt mal mit zwei Sägewerken starten, weil wir einfach so viel Shit hier rumliegen haben. Ach, du hast die Karte schon gespielt. Nein! Die Community Pack Karten sind komplettes Neuland für mich. Aber die musst du nicht freispielen. Moment, ich ändere vielleicht noch gerade den Namen. Nicht, dass es was bringt, aber dann macht Twitch noch automatisch einen Cut. Ich werde es wahrscheinlich eh in zwei Bots aufteilen, weil ich glaube, das ist besser so. Dabei dann reden sie Äxte. Ja, das ist korrekt. Aber wir haben auch Äxte. Wir haben Äxte zu Hause. Wir haben auch nicht gerade einen Mangel an Bauarbeitern und Planierern. Also vielleicht sollten wir vielleicht ein paar Pioniere einstellen. Ein Fischer ist natürlich super, wenn der hier schon blockiert ist. Jetzt die Vegan-Challenge? Nein, das machen wir... Das müssen wir mit einer Kampagne machen. Irgendwie mit... entweder mit den drei Völkern oder mit Hauptkampagne. Ich würde die Challenge dieses generell mit denen machen und wenn sie beliebt sind, würde ich sie unter Umständen auch auf andere Kampagnen anwenden. Aber das ist, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, das ist eigentlich eine ziemlich geile Challenge, weil sowas wie Pacifist Run, wie das du mit Age of Empires zum Beispiel machen kannst, geht halt mit Siedler nicht. Hi Element, willkommen zum Stream. Nee, die Challenge machen wir nicht heute, um Himmels Willen. Aber ich merke es mir. Weil ich mag die Idee. Das ist halt ein Handicap, aber ein cooles Handicap irgendwie. So, wir nehmen einfach mal hier. Wir haben sogar schon eine Verteidigungsstellung, wie nett. Aber Eisen wird ein bisschen uncool, glaube ich. Also wenn wir hier nicht gerade mit... Okay. Hier hat wieder jemand mit dem Wildzauber gearbeitet, würde ich mal behaupten. Haben wir einen Jäger? Nein, natürlich nicht. Aber ich sehe da noch einen Berg. Da ist Eisen. Geht mal hier rüber, bitte. Nee, das ist kein Berg, das ist Strand. Da könnt ihr auch ein Meme drum was machen. Ja, also mehr Siedler-Memes sind immer gut. Axt zu Hause ist dann einfach die normale Holzfäller-Axt. Schwertkämpfer, wir haben Schwertkämpfer zu Hause. Schwertkämpfer zu Hause ist einfach ein Sunny. Ah, da liegt sogar noch ein bisschen Fleisch. Ich mag das ja so gar nicht, wenn die ganzen Startvorgaben einfach irgendwo random in der Pampa liegen. Be honest, finde ich schlimm. So, eine Metzenmine hier, eine da. So. So, hier ist, sind die Pioniere ein bisschen wasted. Ich mach das lieber hier drüben.
dachte ja tatsächlich hier für einen Moment, dass wir auf Schwefel zu Eisen zurückgreifen müssen. Das ist auch so ein Ding, dass man das nicht einstellen kann, dass der den nächsten Soldaten priorisieren soll, nicht den einen random Schwertkämpfer, der noch irgendwie da ist. Ich habe da so einen Tinnitus auf dem Ohr. Wenn meine Idee zum Vorschlag umgesetzt wird, möchte ich in der Beschreibung erwähnt werden. Wenn ich dran denke, würde ich sogar den Ausschnitt aus dem Stream zitieren. So, ich mache die Kaserne einfach hier unten, weil sonst ist das uncool, glaube ich, wenn wir dann überrannt werden und die Kaserne nicht safe ist. Aber dafür sind die Fishing-Spots hier aber auch aus der Hölle. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Stelle das Streams-Moment auf dem Bildschirm gezeigt hat. Irgendwo in dem letzten, ab 3 Stunden irgendwas. Ich meine, ich habe ja sogar einen Timestamp drin, ab dem Punkt, wo ich das die Map zeige. Xiaomi, falls du es noch hörst. So, ihr helft mal gerade hier. Okay, ich glaube, hier sollen wir die Nahrungsproduktion bauen, hier ist der Fluss. Mache ich die Memes oder arbeite ich erstmal weiter an meiner Map? Ich würde sagen, die Memes. Weil jetzt hast du gerade die Ideen. Kannst du an der Map arbeiten, während ich streame? Kannst du dich dann überhaupt konzentrieren? Ich habe mir sie aufgeschrieben. Das ist natürlich auch eine Lösung. Ach, ich bin auch blöd. Ich habe mich schon gewundert, warum es vorhin ein Sägewerk zu wenig war. Ich habe ein Holz. Ich habe einen Förster gesetzt statt ein Sägewerk. So, einmal kurz bitte alle Werkzeuge da wegholen, dass die keinen Platz mehr wegnehmen. Thank you.
Und macht bitte mal das Sägewerk fertig, Leute. Sägewerk und den Turm. So, dann macht sie mal hier weiter. Ich habe am Anfang des Streams an der Map gearbeitet. Jetzt mache ich es nicht. Die Menge an Informationen, die ich aus deinem Stream aufnehmen kann, hat sich aber nicht erhöht. Liegt noch ein Du-Problem. So, ich warte aber noch gerade mit den Baustellen für die Getreidefarm. Schreibe nicht sehr detailliert. Mein Fest-Screen muss ich vorhin noch komplett kompilieren. Das kenne ich aber. Wenn ich einmal nicht mehr drin bin in den Sachen, dann weiß ich halt auch nicht mehr. Wobei ich halt noch ich kommentiere wenigstens einigermaßen und ich lege Wert darauf, dass die Variablen und so alle möglichst selbsterklärend sind. Oder halt zumindest mit einem Satz erklärbar sind oder so. Dass man da auch möglichst schnell wieder reinfindet. Beziehungsweise auch, falls sich jemand die Sachen anguckt. Imagine das JP als Alert, wenn Bits reinkommen. Würde das so viel bringen, to be honest? Weil, man hört ja jetzt schon nichts anderes. Ja, wir können ein paar Äxte noch brauchen. Freuen sich halt jedes Mal aufs Neue. Ganz ehrlich, wären wir nicht alle gerne so fröhlich? Vor allem, wenn es um Steine geht. Beziehungsweise Mineralien. Beziehungsweise wollen wir nicht alle gerne mal mit so viel Freude in den Augen angesehen werden, wie die Geologen, wenn sie ein Dreierfeld setzen. Fehlt der Jugend von heute. Gut, es ist nicht so, als hätten wir so viel, worauf wir uns freuen können mit dem, was noch kommt. Striker? Striker, ist das richtig? Du warst schon mal hier, aber ich habe leider vergessen, wie man deinen Namen ausspricht. Ein paar Häuser bauen. Komm, hier hat man wenigstens auch mal Betten zum Start, wenn wir mit so vielen Trägern gestartet sind. Vorhin waren das hier nur 10.
Wenn wir die Klimakrise doch bezwingen, dann will ich aber nicht sowas von an der Welle von dir pissen. Ich glaube, wir werden dann ganz viele Leute hören, die dann denken, ja, ist doch nichts passiert. So hier Seatbelt Fallacy und so. Oder CP eingesprochen, ist das vom ich bin mir, bin mir ziemlich sicher, dass das ein Sound ist, der eingesprochen wurde. Das wäre mal eine interessante Frage an, an Heiko Ruttmann oder an Volker Wertig gewesen. Wer hat das eingesprochen? Aber HGLG wird auch auf jeden Fall Yippie Voice Acting brauchen. Naja, die haben hier schon mal mindestens drei, vier, mindestens schon mal zwei, ich denke mal so drei, vier Takes allein schon hier im Spiel. Und dann wird es auch genug Takes geben, die sie nicht genommen haben. So viele Menschen, die extrem viel mit Arbeit, die wäre nur eine Leute überhaupt wäre nie in Gefahr gewesen. Von einem Kind eingesprochen wurde? Nee, glaube ich nicht. Und selbst wenn, es gibt ja auch Kinder, die Schauspieler sind, also im gewissen Rahmen geht das ja. Viel gefährlicher sind ja die ganzen Fälle mit Kindern von YouTubern oder so, diese ganzen Family-Influencer. Es gibt ja sogar genug Fälle von Schauspielern. Da habe ich letztens auch was zu Will Wheaton gelesen. Also der bei Star Trek mitgespielt hat. Also der hat irgendwie, wie sich rausgestellt hat, was er nicht wusste, sechsstellige Summen noch an, hier an Residuals bekommt und den ganzen Wiederholungen der Serie. Und hat halt jahrelang, ich glaube, er hat auch am Ende wirklich nichts davon gesehen, weil seine Eltern das halt alles eingesteckt haben. Und er ist auch nur Schauspieler geworden, weil seine Eltern das halt für ihn wollten. So, er wollte das von sich aus eigentlich nie. Das war schon krass, als ich das erfahren habe. Aber zumindest für so Schauspieler gibt es ja inzwischen zumindest eine gewisse Rechtslage. Das ist ja bei diesen Family-YouTubern noch gar nicht gegeben. Es gibt Leute, die sagen, so sollten, also Kinder sollten grundsätzlich nicht so auf Videos zu sehen sein. Wo ich so krass finde, ich sehe es nicht. Erstens haben genug YouTuber, die jetzt bekannt und erwachsen sind, auch als Kinder angefangen oder als Jugendliche. Und es kommt halt, finde ich, auch immer drauf an. Also, so ist das Video jetzt. So ist jetzt zum Beispiel das Kind zufällig gerade mal irgendwie durchs Bild gelaufen oder. Wenn halt irgendwie ein Vlog aufgenommen wird, sieht man das Kind halt irgendwie vielleicht mal kurz im Hintergrund auf dem Sofa sitzen und irgendwas lesen. Oder ist es halt wirklich Thema? Und selbst dann, also... Ich finde, das ist halt Case by Case und es muss halt klar sein, dass halt die Bedürfnisse des Kindes da halt im Vordergrund stehen müssen. Und auch der Schutz natürlich. So, pass auf. Wir machen noch schon mal ein bisschen mehr Brot. Dann können wir später noch Fleisch draufsetzen. Wobei, ich glaube, mit der Menge, die wir hier haben, wird das nicht nötig sein. So, ihr seid noch hier. Ihr erobert mal den restlichen Berg. Ich glaube, wir können sogar noch ein paar Bios brauchen. Ist voll. So, wir sollen nur Edmund Eisenseite besiegen, also grün. Wahrscheinlich ist dann der Joke, dass sie aber trotzdem an
an Blau vorbei müssen. Ein Schwefel. Und es geht los. Es geht los mit, mit der Schwefelmine. Das muss Twitch unbedingt noch machen, dass die Kosten mit jedem Mal, wo die gleiche Belohnung im Stream eingesetzt wird, dass die skalieren können. Oh, hier ist ja noch, hier ist ja noch nicht mehr Frischfleisch. So, aber einfach weil das Sägewerk von den Wikingern so kacke ist, setzen wir doch direkt ein paar mehr. So. Oh, hallo. Okay, Blau ist schon mal ein Römer. 42 Minuten, das ist halt schon mal eine ordentliche Zeit. Vor allem mit Laufzeit. Und er spammt Bekehren und Schild. Und Blitz. Yikes. Okay, es hat den einen Förster erwischt. Ich habe keine Schwertis übrig, um es zurückzuerobern. Bringt mal bitte kurz den Fisch darüber, ja? Leute, ihr übertreibt mit den Schwefelminen. Ich muss gleich ein Schwefelminen-Timeout verhängen. Gibt's schon irgendwo? Komm, so viel Stein werde ich nie im Leben benötigen. Sage ich jetzt. Leute, so viel kann ich doch gar nicht auf den Stream-Chat gucken. Schwefelminen. Ja, scheiß mal auf Staatsanleihen oder sowas. Schwefelminen sind die neue Investition der Zukunft. Sieben. Wie? Was? Als ob ihr schon bei 7 Schwefelminen seid. Hä? Was ist jetzt gekillt worden? Okay, da oben. Aber es ist eine Patrouille. Schwefelminen jetzt die neuen Tulpen oder was? Ich weiß nicht mal, wo ich die überhaupt bauen soll. Ich übernehme keine Haftung dafür, sie versorgen zu können. So, Brotproduktion 1 steht. Das heißt, der Kohle dürfte sich dann gleich stabilisieren. Und mit dem Stein genauso. Aber ich brauche unbedingt mal gerade ein paar Geologen, die hier rübergehen. So, auf die Gefahr hin, dass hier gleich Blau rübergestraxt kommt, weil ich es gewagt habe, den Turm zurückzuerobern.
ist der eine Schwertkämpfer übrig? Da ist Blau schon wieder. Okay, okay, ja, ist klar. Nope, 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 nope. Okay, wir müssen verhindern, dass die diesen Turm erobern. So, wir sind bei 10. Ich mache das natürlich auch in einer kritischen Spielphase, wo noch ganz viel schief gehen kann. Elf. Leute, so viel Berg-Real Estate habe ich doch gar nicht. Der Bedarf ist aber auch kritisch. Mhm. Genau, Leute. Ich merke, bei der Nutzlosium-Inflation, die wir hatten, muss ich die Preise erhöhen. So, bevor ich hier mir später noch was verbaue, muss ich hier gleich unbedingt noch eine Steinmine setzen. Und wir haben doppelte Musik. Juhu. Das ist jetzt aber auch komplett random, was für Zauber da jetzt einsetzt. Alter, der dezimiert uns hier total. Okay, das Wichtigste ist geschafft, aber wir haben doppelte Musik. So, wir sind bei 11 gewesen, ne? So, der Spot wäre eh kacke. Wir müssen bedenken, grün wird ja wahrscheinlich auch nochmal irgendwann kommen. Habe ich nicht... Hä? Ich hab doch vorhin extra Fisch geändert, dass das transportiert wird. Hä? Ach, Leute. 13. Zum Glück habe ich ja jemanden, der das trackt. So. Aber hier sind noch... Gibt das Fleisch in die Schneefamilien, damit es nicht für klimaschädliche Eisen hilft. So kann man sich das auch schön reden. Wir haben übrigens keine Spitzhacken für die Schwefelminen. Sich mit Nutzlosium zu investieren, weil die das alles ausgegeben Nutzlosium zurückfahren. Wenn man mit den Twitch-Punkten tatsächlich irgendwie so ein Idle-Game machen könnte, das wäre schon fast irgendwie lustig. Okay, ja, es ist gut.
Wir haben uns keinen Spitzhacken für schwer für mich. Das hängt nach einem Du-Problem. Danke! Ich hab's jetzt auf beiden Seiten, weil ich jetzt hier und hier die Geologen habe. Oh. So klingen meine Albträume. Okay, Stomp. Wir müssen wahnsinnig glücklich über die Schwefelminen sein. 14 inzwischen. Das kann doch nicht sein. Und sich über die neuen Arbeitsplätze. Ne, wie war das, was für die Wirtschaft gut ist? Das ist gut für Deutschland. Ah, ich habe doch hier die Wasserwerke noch gar nicht gesetzt. Aber Kohle und Dings sollten sich gleich stabilisieren. Wir setzen ein paar Jäger. So, wir müssen hier aber unbedingt freiräumen. Eure Gier nach Nutzlosium, ja, es führt gerade hier zu massiver Umweltverschmutzung. Wie fühlt man sich damit? Spitzhacken. Ich krieg hier Schnappatmung langsam. Du findest keine Bäume mehr. Dann schau mal vor deine Nase. Ich glaube, ich muss, ganz ehrlich, sorry, ich glaube, ich muss die Minen allein schon gleich deshalb deaktivieren, weil die Meldung sonst die ganze Zeit gespammt wird. Oder gibt's hier noch irgend... Nee, fehlende Ressourcen? Ja, dann fehlt aber alles. Dann fehlt aber auch hier Spitzhacke. Und für den veganen Run geht das definitiv nicht. Bei wie viel Schwefelminen sind wir jetzt? Da sehe ich nämlich gerade noch eine, die eingelöst wurde. Ich sehe sogar zwei, die in den letzten 2 Minuten eingelöst wurden. Ich kann nicht mitzählen. Sind es 16. Alter. Das ist nicht gesund, was ihr hier tut. Wir brauchen mehr Schwefelraum im Norden. Wo können wir noch was quetschen? Hier? Und wir kommen auch langsam an einen Punkt, wo wir an eine Köhlerei nicht vorbeikommen. Weil Schwefel ist, Kohle ist ja tatsächlich so ein bisschen der Flaschenhals. Ganz dezent so. Da Schwefel nicht verbraucht wird, ist es nicht so umweltschädlich wie die Kohle, die in den Mühlen verbraucht wird. So, das ist nicht so ein klimafreundlicher. Ja, aber deine Schwefelminen, die nichts finden, wollen ja auch immer weiter ein Essen haben. Für Arbeit, die sie nicht leisten. Und dafür müssen Wälder gerodet werden, damit wir Platz haben für Getreidefarmen und für Schweinezuchten, die ja auch wieder Methan ausstoßen.
Da kommt grün. Aber ich sehe keinen Priester bei ihnen. Also das könnte sogar halbwegs tragbar sein. Also dafür, dass die so absurde Siedlungen haben, sind die Angriffe halt absolut lame, wenn man sie nicht triggert. Sie kriegen halt absurde Kampfkraft, weil sie halt 10.000 Zielobjekte halt in ihre Siedlung gesetzt kriegen. Oh boy. So, könnt ihr mal bitte kurz die Jäger besetzen? Das wäre toll. Wir haben 3 Jäger und wir haben 4 Jagdhütten. Vor allem, ich möchte ja noch irgendwann eine Mana-Produktion aufbauen, ne? Wobei ich nicht weiß, ob das so gut ist, weil wir haben auch, weil der Wald nicht so zugänglich ist. Okay, komm, den machen wir weg. Wir brauchen mehr Fischer. Keine Ahnung, was diese Bogenschützen hier tun, aber okay. Ihr helft hier drüben. Wer nutzlos hier nutzlos ist, einen Wert von 0 hat, braucht man unendlich viel, damit es sich lohnt. Aber unendlich mal 0 ist immer noch 0. Marcel, danke fürs Prime-Abo. Wusstet ihr übrigens schon, dass Abonnenten mehr Punkte, also mehr Nutzlosium kriegen und dass halt mehr Schwefelminen einfordern können? Hint, hint, nudge, nudge. Ich will gar nicht wissen, was ich hier oben an Rohstoffen zubaue. Ich werde später, wenn ich die Missionsguide mache, ich werde heulen wahrscheinlich, wenn ich sehe, was für Rohstoffe ich hier euretwegen mit Schwefelminen überpflastern musste. Jetzt muss das was richtig schön für sich aus. Ja, ich möchte auch ein bisschen was davon haben. Wer hat denn gesagt, dass nur ihr was davon haben dürft? Ich kriege hier die ganze Zeit Spam mit Nachrichten deswegen. Ich glaube, ich leide genug, dass das auch eine kleine Belohnung rechtfertigt. So, jetzt machen wir wieder Yippie-Spam. Leute, wer ist noch nicht Abonnent? Ich glaube, durch die ganzen geschenkten Subs sind, glaube ich, inzwischen sogar alle Abonnenten, die hier im Moment Yippie! Gucken. Yippie! 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 Wir müssen den ganzen Wald hier Yippie! Loswerden. Los schon. So macht's. Alles weg. Yippie! Hatte ich nicht wohl noch Goldschmelzen in Auftrag gegeben? Kein Wunder, dass wir die Kohle nicht wegkriegen. Noch mehr Kohle. Wir brauchen mehr Köhlereien. Damit wir den ganzen Wald abfackeln. Was? Jetzt ist der Siedlerwitz weg. Moment. So, jetzt hier gelohnt. Ich habe gefunden. Also, ich habe mich jedes Mal gefreut, als wäre es das erste Mal. Schwefeln. Er nutzlos, so sieht für sich aus. Das ist also nicht nutzlos, ich glaube. Oh, so. Ach, Leute. Das könnt ihr mir nicht antun. Also könnt ihr schon. Aber seht in die Augen dieses Rehs. Moment. Nee, dieses Hasens. Könnt ihr das mit euch vereinbaren? Wegen euch musste dieser Hase jetzt eine Metamorphose zu einem Filet durchmachen. Yippie! Der Tod ist... Ja, wegen euch, ihr Monster.
sondern die haben hier keinen Platz. Böser Hase stößt Methan aus. Ich glaube, was wir als Menschheit so machen, ist schlimmer. Jetzt so ein Hase, der einfach nur da rumhoppelt und ein bisschen Gras frisst. Schäfens. Was sich hier für Abgründe auftun. Creative, danke für das Geschenk des Sub. Das war echt was auf den Hasen. Das hat der Hase selbst. Das geht das nicht mit den rechten Dingen zu. Ich weise darauf hin, ich habe ja versucht, als ich mein Video zu Wild und Jägern gemacht habe, ich wollte rausfinden, ob ich Schmetterlinge jagbar machen kann und ob man die Schmetterlinge, die dann aus dem Schmetterlingszauber der Mayas entstehen, auch jagen kann und ob der da eine riesen Fleischkeule dann rauszieht. Creative, jetzt haust du aber raus. Für das Schwefelminenmonopol hier. Oder Oligopol. Was ist das für Musik? Die ist aus Siedler 2, die nächste Generation aus dem Wikinger-Add-on. Das United ja jetzt wieder die Option hat, dass man eine eigene Soundtracks-Config nehmen kann, konnte ich die alte, die ich früher hatte, wieder reinmachen. Yippie! Und da ist halt Siedler 3 Musik drin, Siedler 2 die nächste Generation. Ein bisschen Siedler 5 Musik, oder Erbe der Könige Musik für das dunkle Volk. Und auch ein bisschen aus dem Mobile-Soundtrack, wobei ich da jetzt gerade nicht weiß. Ich habe seitdem nicht der Groß-Siedler gespielt, deswegen. Creative haut an einem Abend einfach mal 3 Subs raus. Ich muss gleich noch ein paar Spitzhacken in Auftrag geben. Wollen wir dann S4 spielen? Ja, ich darf ja nichts anderes spielen, weil das andere wird ja. Ja, ne? Ich sag mir jetzt mal nichts dazu. Oh, ich hätte vielleicht mal die Kaserne wieder aktivieren sollen. Die Schmieden und so sind schön weitergelaufen. Letztes Mal war auf der LAN. Okay, das ist aber auch schon jetzt. Gut, die LAN ist auch einfach schon wieder ein halbes Jahr her. Aber das war echt ein geiles Wochenende, das stimmt. Ich hatte in den 4 Wochen drumherum 3 Events. Und das, die Siedler-LAN war das einzige, wo ich nicht nur nicht ausgelaugt war, sondern eher noch halt, eher noch energetisiert war. So, jetzt sind hier alle Rehe ausgestorben. Alle Bambis sind weg. Könnt ihr noch mit euch leben? Wir haben 76. Okay, wir haben keinen Mangel an Broten. Jetzt müssen wir irgendwie für Fleisch sorgen. Oh, 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 oh. Was haben wir da? Okay, nur grün. Aber es nur übertreibt die KI nicht. Aber sie nervt ein bisschen mit ihrem. Jetzt hat sie aber gezaubert. Da müssen wir reloaden. Aber zum Glück gibt es ja inzwischen. Hat natürlich genau in dem Moment gesaved, wo ich praktisch verloren hatte. Geil. Bei wie vielen Schwefelminen waren wir?
18 waren wir, oder? 20. So, diesmal setzen wir aber die Mine nicht aus, die Kaserne nicht aus. Weil das war mein Fehler. Ich habe die nicht wieder angemacht. Das ist ja ihr Rape. Nicht meine Kühlereien sind auch weg. Was habt ihr getan? Ich will einfach mal fünf Zauber in 10 Sekunden nutzen. Ja. Das ist es halt. Aber zumindest steht hier meine Dings schon mal, meine ganze Industrie. So, Schwefelminen müssen gebaut werden. Jetzt muss ich aber hier oben den Platz wieder freikriegen. Du findest keine Bäume mehr, okay. Du darfst umziehen. Haben wir keine Spitzhacken. Die ganzen Nachrichten sind halt. Ich glaube, ich muss echt diese Setters United-Option nutzen, dass die Nachrichten-Sounds weg sind, weil das ist jetzt unter den Bedingungen das dezent kacke. Goldenen Apfel. Leute, ich refunde nichts mehr, ne? Alle Stream-Belohnungen für Spiele, die nicht aktuell gespielt werden, sind gehen ins Nichts. Kurz. Nimm den Bogen, dass du ein Jäger wirst. So, noch ein Fischer. Den hatten wir hier unten. Jo, machen wir nochmal. Da haben wir noch mal Dings. Da haben wir noch einen, da haben wir noch mal einen Fluss. Da könnte man noch, später eine Mana-Produktion bauen. Da ist grün noch mal. Aber ich habe das Gefühl, das Timing ist jetzt anders, oder? Und wir haben wieder doppelte Musik. Ja, danke. Konvertier einfach meine komplette Armee. Also wirklich alle? So, jetzt spammt er nämlich den Schildzauber. Und Blitz. Ihr Selfscam jetzt so lange, bis der ordentlich zaubert.
Hey, gefühlt macht er jetzt sogar aus meinen Bogenschützen noch Schwertkämpfer. Habe ich mich schon wieder hier in den Kampf reingepackt? Hast du schon die 20 Minuten Creative? Ich habe gerade ein bisschen größere Probleme als deine Minenstongs. So, spam bitte weiter deinen Schildzauber oder lass dich, genau, lass dich direkt abmurksen. Ja, aber es ist trotzdem nicht genug. Oder? Sie verteilen sich, aber das hilft nicht. Oh, das ist so eine knappe Angelegenheit hier, aber... Ja. Murmeltiertag. Ne, den Film kennt man. Heftigste Volk gegen zu kämpfen. Gibt kein nerviges Volk. Das ist keine Völkerfrage. Aber dezent nervig ist jetzt halt gerade. Sind jetzt gerade die Messages. Das geht überhaupt nicht. So, ich muss jetzt gerade einmal dafür sorgen, dass alle meine Bauaufträge gesetzt sind. Und dann setzen wir, oder speichern wir Arbeit. Wikinger können nervig sein wegen Thors Hammer. Den setzt die KI ja tatsächlich doch gerne ein. So, wir brauchen jetzt aber möglichst einfach alle unsere Soldaten in Türmen. Das Problem ist, sie dürfen halt keinen einzigen Turm erobern. So, wir verlegen jetzt einmal die Wälder. So, damit sind wir bei 19. Also ich glaube, ihr seid dabei zu erreichen, dass ich die Map neu starten muss. Wenn ihr neu startet, musst du dann trotzdem 20 Streifen minieren. Nein, nicht, wenn ich sie legitim wegen euch verloren habe. Ich habe hier schon weitaus mehr Safe-Scumming betrieben als Gutes. Wenn die Streifen minieren erst nach dem Sieg kommen, aber ich mir etwas betrogen. Das hat ja auch damit nichts zu tun. Nein, ich meine, dass wir dann neu anfangen müssen. Weil ihr es durch den Bau von 20 Streifen geschafft habt, dass diese Map tatsächlich schwer ist. Ihr könnt euch freuen, dass es im Missionsgerät auf jeden Fall Erwähnung finden wird, dass man sich die so auf jeden Fall gut handicappen kann. Creative, du musst aber dann schon auch das komplette Bild geben, ne? Also, dass der Zauber nur da eingesetzt werden kann, wo dunkles Land ist.
So, jetzt gerade scheitert es aber wieder am Siedlermangel. Aber das dürfte sich gleich auflösen. Wenn das war hier, das ist fertig. Und das hier wird jetzt auch fertig. So, da kommen sie wieder. Wir haben Waffen, aber wir haben nichts. Wir haben niemanden, der sie aufnehmen kann. Aber die Priester sind schön weit hinten. Das heißt, wir könnten ihre Truppen sogar schon besiegt haben, bevor sie ankommen. Oder auch nicht. Dieses Spiel kann ja sogar tatsächlich schwer sein. Aber warum hat jetzt gerade alles Priorität außer die wichtigen Dinge? Die Schwefelminen kann doch nicht so viel. Die kann doch nicht so viele Träger binden. Ich will jetzt mal gerade eine Sache wissen. Wir versuchen jetzt mal gerade einfach mal damit zu leben. Was wir nicht können, weil sobald wir die zurückerobern, ist vorbei. Wir haben schon wieder doppelte Musik. Torshammer zerstören. Ja, was anderes bleibt uns nicht. Aber dazu müsste man erst einmal Mana bauen. Kannst du nicht einfach zwei Axtkämpfer machen? Das stimmt. So, reißt die Türme ein, bevor die angescheißert kommen, bitte. Dann bauen wir sie neu. Angstkämpfer haben ja sogar den Vorteil, wenn sie bekehrt werden, werden es ja nur Medics. Komm, zerstör den Turm. So, hier sind wenigstens keine Priester dabei.
Holy shit, so. Aber das, die zu pausieren, hat nichts gemacht. Ich hatte halt so ein bisschen befürchtet, dass irgendwie Transportaufträge gebunden werden. Aber wir haben ja gar kein Fleisch. Ah, wo kam einer? Nee, das war eine Patrouille, das wäre kein Angriff. Und bei der Patrouille waren keine Priester dabei. Wären der Priester dabei gewesen, wäre es vorbei gewesen. So, wir setzen mal dauerhaft ein paar. So, alles wieder hier so, wie es sein soll. Hier muss noch ein Holzfäller hin. Tipp, Schäfchen solltet ihr vermeiden. Ich war leider so davon, 20 davon zu bauen. Nicht freiwillig. Danke, Creative. Wir verlegen das Lazarett. Wer ist der Typ mit der Glatze? Was? Das Emoji. Du meinst Omega Lull? Oh, wer kommt denn da? Aber diesmal scheinbar ohne Priester? Also meinst du das Omega-Lol-Emoji oder das, Das, ja, das. Gut, für mich ist Glatze was anderes, aber. Ich weiß nicht, was er ursprünglich gehalten hat, aber auf jeden Fall ist das auch ein Meme. So, ich glaube, langsam sind wir safe.
Ich glaube, wir müssen uns aber jetzt wieder dem, dem Geologen, Earrape widmen. Ich hätte vielleicht auch mal wieder die Holzfäller-Radien verlegen müssen. Nachdem ich das Gebiet da ja freigeräumt habe. Moment, was machen die hier? Warum stehen die noch da? Teure Kundschafter, vor allem weil die Ibel ja auch noch den erhöhten Sichtradius haben. Komm, wir machen mal noch ein paar Bauarbeiter. Da können wir eigentlich auch schon anfangen, mal für ein bisschen Fleisch zu sorgen. Hemmelder, wenn übrigens kein anderes Volk mehr als das dunkle Volk spielt. Das ist tragisch. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Zierobjekte bauen, aber wo? Nee, können wir machen. Wir haben eine Kriegerstatue. So, wir setzen hier ein paar Bauern hin. Wie viele Minuten muss man zuschauen für 45 noch so? Es gibt einen Richtwert, den Twitch angibt. Ich weiß aber nicht, wie weit man dafür die Dings klickt, die Boxen, die immer wieder angezeigt werden. Oh, jetzt kommen sie sogar zu zweit. Der Turm wäre kritisch.
So, was habe ich verloren? Ich habe eine Eisenschmelze verloren. Ich habe eine Goldschmelze verloren. So, reiß mal eben den Turm ab. Der war sowieso nicht gut platziert. Aber die Burg da oben ist ein bisschen exposed. Also Verstöße gegen die Twitch-Terms of Service kann ich hier nicht gutheißen. Kann ich mir diese Boni holen? Wenn neben dem Chat müsste so ein Dings kommen, so ein Button, den du alle paar Minuten drücken kannst. Ach, eine Eisenmine hat's auch erwischt. Ja, genau da an der Schneise. Handy auch das? Ich hätte es auch am Handy schon gemacht. Brauchen unbedingt noch eine Steinmine. Hi Nightthrower, willkommen zum Stream. Es ist absolutes Chaos hier. Ich bin gezwungen worden, 21 Schwefelminen zu bauen. Und wenn man das macht, dann ist das Spiel sogar halbwegs schwer. Das war so klar. So, sorgen wir noch mal für ein bisschen Nahrung für unsere tollen Schwefelbergmänner. Wir haben ja den wichtigsten Job hier. Es nicht verwenden wie die Amazon. Das ist ja so schön. Die Amazonen sind ganz ehrlich das einzige Volk, was Sinnvolles mit Schwefel gemacht hat. Ansonsten haben sowohl Siedler 3 als auch Siedler 4 sich echt schwer getan, die Existenz dieses Rohstoffs zu rechtfertigen. Wobei sie mit den Trojanern halt wirklich eine perfekte Gelegenheit haben verstreichen lassen. Er ist der Cheer des Monats. Ja gut, wir haben aber diesen Monat schon einen Cheer gehabt, also das, da müsst ihr euch was anderes überlegen. Wie konntest du die Amazonen verwenden? Die hatten das Laboratorium. Und da konntest du Edelsteine und Schwefel reinschmeißen und bekamst Eisen und Gold raus. Ich glaube sogar, war es irgendwie ein Gold, drei Eisen oder so. Und die Schwefelmine brauchte halt Honig. Oder hat Honig als Lieblingsnahrung gehabt. Pass auf, wir schicken mal kurz hier hin und wir müssen mal kurz hier die netten Herren da wegräumen. Klingt ein bisschen unlogisch. Es war ja auch Alchemie. Deswegen betrachte ich die Amazonen ja auch als reines Magievolk. So, zwei Metzgereien sollten damit doch hoffentlich drin sein. Ich habe random ein Eisen zu. Ein Gold bis 3 und 3. Okay. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen weird. Ich glaube, es wurde mal irgendwie ausgerechnet, was für ein Durchschnitt dabei rumkam. So. Wir brauchen die eine Jagdhütte hier definitiv nicht mehr.
auch so ein Ding mit der Jagdhütte, das wusste ich zum Beispiel zur Zeit des Videos noch nicht. Wenn die mal was erwischt hat und sieht man sie dann abreißt, dann droppt sie noch ein Fleisch. Kein anderes Gebäude, was sowas hat. Was, ich verstehe auch nicht, warum man das nicht erwähnt hat. Das ist ja so ein Detail, das wäre vielleicht wichtig gewesen. So, pass mal auf, wir brauchen wahrscheinlich mehr Kohle. Okay, stopp. Okay, die laufen da lang. Und wir haben jetzt auch langsam erhöhte Kampfkraft. Wir haben noch nicht mal das erste Set voll. Wenn sie da durchkommen, würde ich das hier gerne zuspammen. Leute, ihr müsst aber auch unbedingt durch den Wald laufen, ne? Es geht nicht, dass ihr irgendwo mal langläuft, wo nicht wichtig ist. Beziehungsweise, wenn man jetzt einfach nur die Straßenbildung unterbinden könnte, das wäre schon gut. Okay, wir müssen jetzt aber gerade mal kurz mit dem Biologen Ear Rape legen. Okay, das ist auf jeden Fall eine bessere Angriffslinie. Weil hier schön viele Soldaten sind, die von den Türmen geschützt werden. Scheiß auf Bitcoin, die haben nutzlose. Die KI aber auch immer schön brav die Medics mitschleppt. Wow, Convert für einen Soldaten. Aber das ist natürlich auch so ein Nebeneffekt von Ubo, weil die KI zaubert natürlich auch. Die KI zaubert ja und die Zauber hauen natürlich umso mehr rein. Ich fände es ja cool, wenn die Blumen, die Objekte von den Wikingern, wenn die auch diesen Nebeneffekt hätten, dass die Bienen, dass die dann besser sind. Ich meine, das Ding ist, der Effekt ist eh viel zu klein. Am ehesten hätte es ja noch was gebracht, wenn die Wartezeit für die Bienen so lang wäre wie in Siedler 3 und dafür halt gekürzt, wenn Blumen da sind. Ich könnte ja eine Nimbuslosium-Kryptowährung nicht sagen. Mach doch einfach Nuxlosium-NFTs, aber bleib damit weit weg von mir. Haben wir Metzger? Doch, wir haben sogar zwei Metzger schon gehabt. Okay, und der eine Bergmann aus der Eisenmine ist tatsächlich wohl in eine Schwefelmine gezogen. Jetzt haben wir schon wieder keine Siedler. Was ist denn hier los? Die so tief werde ich niemals sinken. Ja, was ist denn eine Kryptowährung, wenn es nicht gerade Bitcoin ist? Wo ist der große Tempel hin? Ach, doch. Ich wollte schon sagen, den habe ich doch schon fertig gehabt. Sie sammeln sich, aber sie gehen nicht irgendwo hin.
Was tut ihr da? Das ist eine relativ kleine Gruppe, aber es ist gut. Sie haben halt Convert, ne? Der Soldat, der vor. Die beiden. Also generell, die Soldaten, die vorne weglaufen, die haben ja auch die größte Arschkarte. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Jetzt kommen auf einmal alle. Okay, das wird mich jetzt auch wieder einige Gebäude kosten. Wir sind Stream Real Talk. Ja, die sinnvollen Zuschauerbelohnungen, die nimmst du ja nicht. Okay, nope. Wir haben den Siedlermangel zu lange verschlafen. Wie viele das sind? Ist aber auch nicht normal. Hast du Sandra die Iren ignoriert? Nein, ich habe letztens noch getrunken. Mit großen Türmen herum. Was soll das bringen? Wo will ich denn? Soll ich nicht noch eine Burg hinsetzen? Ich brauche Siedler, damit ich meine ganzen Waffen mal zu Dingen werden. Zumindest das Grün jetzt gleich noch kommt. Und wenn ich den Turm nicht schnell genug zerstöre, dann auch noch eine schöne Patrouille.
Währenddessen verschwenden halt meine Träger ihre Zeit damit, Fleisch an Schwefelminen zu liefern. Ich habe keinen einzigen Soldaten mehr. Wir waren bei 23 Schwefelminen, richtig? Wo kommt der denn jetzt her? Ach wohl, nee, warte, das war der vorhin. Der war vorher. Ich erinnere mich. Right. Ripius. Ungelogen, ich bin kurz davor, eine Siedlermauer hier einzurichten. So, Schwefelminen, Schwefelminen, Schwefelminen. Kommen Sie rein, dann können Sie rausgucken. So, jetzt bitte ganz schnell die Häuser hier. Wir sind übrigens noch nicht mal in der Nähe des Missionsziels. Aber die Häuser werden fertig, das heißt, wir rekrutieren zumindest schon mal nach. So, mehr Häuser. So, wir können zweimal zaubern. Wir haben leider nichts, womit wir die Priester direkt wegbekämen.
Leute, besetzt doch mal den Turm neu. Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Leute, nicht die Burg. Okay, wir müssen verhindern, dass wir jetzt getroffen werden. Ich habe absolut keine Idee, warum es mir den Chat wohl nicht mehr so aktiv nachverfolgt. Woran könnte das nur liegen? Boah, also das ist auch nicht schön für die WOT-Leute mit der Menge an Safe-Scumming, die wir hier betreiben mussten. Und wahrscheinlich noch müssen. Viel zu wenig Holz. Oh, Junge. Das kannst du auch keinem erzählen. Da kommen sie schon wieder. Und da. Zwei Truppen und jeweils mit Priester. Ich habe das Gefühl, dass wir diesen Run nicht schaffen werden. Alles nur wegen eurer Nutzlosium-Gier. Hab ich noch? Okay, ich hab noch einmal. Sehr gut. Wie viele habe ich jetzt? 25. Und es werden nicht weniger. Aber meine Zauber helfen halt auch hier nicht wirklich. Der Blutrausch würde voraussetzen, dass meine Gegner, meine Soldaten nicht sofort konvertiert werden. Angst ist noch am sinnvollsten, weil es halt ihre komplette Einheitenkomposition auseinanderbringt. Aber das war es auch. Ansonsten kann ich im Moment nur hoffen, dass ich es schaffe, dass mir die Siedler nicht ausgehen.
Mir fehlen die ganze Zeit zwei Sensen. Und niemand sagt was. Weil ich euretwegen die Nachrichten ausschalten musste. Weil sonst sieht es nämlich schlimm aus. Jetzt dürft ihr aber auch mitleiden. Du findest keine Bäume mehr. Ja, dann das ist aber okay. Das ändert sich gleich noch. Ich dachte, mit Uwe machen große Wohnhäuser mittlerweile Sinn. Ja, schon, aber sie sind immer noch eine Noob-Trap. Ich brauche die Siedler ja relativ bald. Wie sollen wir den Mitleid haben? Wir sind ganz neidisch auf die ganzen Minen. Aber du bist bestimmt nicht ganz neidisch auf die ganze Zeit diesen Bing-Sound und darauf, dass deine Nachrichten hier komplett useless sind. Ein Zielobjekt, diesen Stamm. Danke, dass ich noch mal was anderes bauen darf als Ziehobjekte. Wenn hier der Weg wäre, wäre hier auf der kleinen Insel so ein schöner Platz für so einen Stamm gewesen. Also mich schwer für mein gelbes Baumaterial für ein großes Herrenhaus. Die Schwefelminen-Elite hat sich aber leider schon alles gekrallt. Jetzt langsam wird es sogar eng mit dem Eisen, aber warum? Habe ich Zielobjekte gesagt? Statt Schwefelminen? Ja, seht ihr mal, wie durcheinander ihr mich schon gebracht habt. Ich sehe schon nichts anderes mehr als Schwefelminen. Oh, guckt mal, wer da kommt. Habe ich die doch gerade angefangen zu vermissen? Nicht. Wir machen doch einfach null Fortschritt. Ich hatte ja am Anfang gesagt, der Sound ist zu laut. Und ja, dann habe ich ihn runtergedreht. Und laut OBS ist der Sound genau da, wo ich ihn haben will. Es stehen auch nirgendwo Siedler rum. Ja, komm, das hier können wir vergessen. Oder? Warte, es sind keine Priester anwesend. Haben wir etwa alle Priester getötet? Ist das möglich? Ich meine, sie hatten jedes Mal zwei dabei. Wenn ja, dann God bless. Also selbst wenn nur Blau erstmal keine Priester mehr hat, ist das ja schon mal ein Fortschritt.
Beth, überspann den Bogen nicht. Siedler, überhaupt so viele Siedler. Wir müssen langsam ein Ziri-Set vollkriegen. Er hat noch Priester dabei. Okay, er hat natürlich jetzt die Soldaten gebufft, die halt verängstigt waren. Okay, also ich glaube, so langsam kriegen wir den Schneeball ins Rollen. Den Siedlermang an. Die kommen raus und sind direkt beschäftigt. Ja, zumindest haben wir langsam mal unseren Holzmangel unter Kontrolle. Ich weiß schon mal, wie ich die Bots nenne. Vielleicht ist das dann auch mal ein bisschen interessanter für den Wortkanal. Für den ich ja immerhin auch Pläne habe, so ist es ja nicht. Passen eigentlich noch Gebäude, um die Gegner aufzuteilen? Nicht wirklich. Ich meine, ja gut, hier sowas, aber es ist halt auch sehr bedingt dann. Es hat halt auch kaum eine Hitbox. Und damit es noch mehr Klicks bringt. Ich will gar nicht wissen, was in diesem Berg drin ist. Ich werde weinen, wenn ich das erfahre. Aber wieso ist... Also es haben schon mal Leute berichtet, dass die Wikinger-Kaserne irgendwie ziemlich lahm ist. Ich meine, das ist eigentlich, finde ich, ich habe jetzt nicht keine Schwerindustrie stehen, die in der Lage sein sollte, eine Kaserne mit Transport Plus auszulasten. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich einen besonderen Grund gefunden, warum bei der Wikinger-Kaserne es anders ist, außer dass die Stapel ein bisschen ungünstiger liegen. Sie suchen Schwefel. Hey, wir schaffen es immerhin irgendwie, dass unsere Eisenminen voll liegen. Wir haben Brot, wir haben Fisch, wir haben Fleisch, also... Was das angeht, läuft es. Ja, dass du eine größere Challenge willst. Wir kriegen sogar den Siedlermangel unter Kontrolle. Wir können jetzt sogar mal mit den großen Häusern spielen. Und langsam kriegen wir auch erhöhte Kampfkraft. Das kommt ja auch noch dazu. So, ich will jetzt einfach mal... Ich schicke jetzt mal kurz einen Scout. Ich will wissen, wo meine Gegner sind und welche... Ich habe nämlich jetzt nicht gemerkt, welcher Gegner wo war.
Das ist wieder zu leicht. Hey, wir machen das mit der Vegan-Challenge, will ich jetzt auch machen demnächst. Wobei ich vielleicht sagen würde, erst das Longplay. Oder die beiden Longplays. Und dann machen wir mal mit der Drei-Völker-Kampagne die Vegan-Challenge und gucken, wie das ankommt. Vegan-Challenge mit 30 Schwierigkeiten. Nein! Nein, machen wir nicht. Die Schwefelmine wird, also die, entweder schalte ich die Belohnung aus oder ich will fand das, aber das wird nicht passieren. Ich weiß nicht mal, ob ich die, das überhaupt im Stream machen kann. So viele Streamtermine habe ich gar nicht. Also die Idee war, die hatte gerade, war Panda-Jager, oder? Oder der hatte das vorgeschlagen. Vegan-Challenge, das heißt, du darfst alle deine Minen nur mit Brot versorgen. Okay, hier kommt wieder was. Aber jetzt haben wir auch langsam mal einen Siedlerpolster, dass selbst die Soldatenpolster, dass selbst mit Convert das okay sein sollte. Zumal der Zauber ja auch inzwischen teurer geworden sein dürfte. Okay, hier ist blau. Blau müssen wir nicht. Blau kann uns egal sein, hieß es. Und dann soll er uns auch egal sein. So, da kommt grün. Ich sehe Medics. Ich sehe aber noch keinen Priester. Doch, da einer. Aber auch nur einer. Ne, das sind zwei, okay. Also grün scheint noch einen Priester zu haben, aber blau nicht mehr. Also mit der veganen Challenge wird einige Organisationen Seite für vegane Alternativen bewerben. Uff. Da bin ich halt überhaupt nicht drin. Ich bin ehrlich gesagt auch niemand, der jetzt zwingend einen veganen Lebensstil oder so propagieren will. Ich habe jetzt letzte Woche schon mehr Gemüse gegessen als je zuvor, weil wir tatsächlich im Moment, nicht gesponsert übrigens, HelloFresh ausprobieren, da wir noch ein paar Gutscheine rumliegen hatten. Ich bin halt auch der Meinung, dass Veganismus, das ist toll, aber ich finde, das ist nichts, was das Ziel für die gesamte Menschheit sein muss. Also vor allem nicht, wenn jetzt wirklich das mit dem Laborfleisch sich langsam beginnt, dass das wirklich tauglich ist für richtige Restaurants. Ja, meine Pios sind alle tot. Ich brauche wieder welche. Wenn du dich entscheiden musst zwischen
zwischen Veganismus oder Überwindung des Kapitalismus. Dann entscheide ich mal. Weil ich glaube, dass wir automatisierten, luxuriösen Space-Gay-Furry-Kommunismus hinkriegen, ist realistischer, als dass wir Veganismus allgemein durchsetzen. Außer natürlich, man zählt Laborfleisch als vegan, weil es kein tierisches Produkt in dem Sinne ist, aber ich habe das Gefühl, Puristen werden das auf jeden Fall als nicht vegan betrachten. Die Alternative zum Kapitalismus. Creative weiß, was ich meine. Er hat auf dem Server nicht umsonst den Titel ortsansässiger Kommunist. Spezialgebiet von Creative. Hey, jetzt braucht jeder seine Spezialinteressen. Zumindest wenn man Autist ist. Ja, wenn es Laborfleisch gibt, dann hast du recht. Dann gibt es auch da ist doch kein Grund mehr für Tierfleisch. Wobei ich das bei Jägern durchaus noch, das Tier dann selbst erlegen und sowas, finde ich das durchaus noch legitim. Ich sehe auch Jäger, die halt ein Tier wirklich zum Verzehr dann auch erlegen, auch anders als Trophäenjäger. Kampfstärke durch Häuserbau. Ja, dezent. Ganz dezent. So, sind die Schaufeln fertig? Jo. Das Problem ist, hier Macht zu projizieren, ist halt schwierig. Okay, hier läuft's.
Ich hätte nur gerne halt eine Landverbindung zu unserem Gegner. Und die ganzen Bäume kriegst du halt nicht weg. Auf jeden Fall kommen sie von da und von hier. Wir brauchen auf jeden Fall volle Kampfstärke. Das müssen wir sicherstellen. Grün hat immer noch Priester. Blau hält sich im Moment erstaunlich bedeckt. Wie sieht es eigentlich landtechnisch aus? 19, 19 und 27% der Karte. Okay, jetzt kommt er nochmal hier hin. Jetzt haben wir hier langsam eine Überproduktion an Met. Ich frage mich, wie viel von meiner Kampfstärke tatsächlich durch die Schwefelminen zustande kommt. Eigentlich brauche ich, wenn wir richtig fies werden wollen, brauche ich eigentlich eine Version von Ubo, wo die Schwefelmine auch noch Gold kostet. Damit die halt auch schön so ein bisschen als Job, auch wenn sie nicht den Bonus hat. Wobei, das wäre so ein nicht invasiver Change. Bei Römern und Wikingern, wenn man zumindest bei den beiden Völkern sagt, Schwefelminen geben doppelte Kampfstärke oder dreifach Kampfstärke sowie Zielobjekte. Weil was anderes sind sie für diese Völker ja auch im Prinzip nicht. Moment. Mal so eine Frage, die mir gerade so aufkommt. Was trinkt ihr eigentlich zum Stream? Irgendwas von den Bäumen hier weg. Wahrscheinlich nicht, ne? Weil die sind alle auf Berg. Einzige Einschwert. Dass der noch lebt, das ist aber auch ein Wunder. Warte, kriegen wir den L1-Schwert die irgendwie da rausgezogen? Wo ist er? Suchbild, Wimmelbild, wo ist es? Wenn man hier einfach draufklicken könnte, um den auszuwählen, wäre das ja schön. Wo ist der eine Soldat, der keinen Goldrahmen hat? Wir nehmen mal nur die Schwertis. Da, ich sehe ihn hier. Boom. Der darf sich zurückziehen. Thank you.
So, das Einzige, was wir eigentlich jetzt noch tun können, ist Mana ausbauen. Kampfkraft maximieren und für sie da sorgen. Wir haben nicht mal das eine Set voll gemacht. Und 4 Stunden und das ist schon lange machst du das? Ich hatte zwischendurch befürchtet, dass wir es nicht schaffen, aber jetzt glaube ich, dass wir das doch hinkriegen können. Okay, da stehen sie gerade wieder. Ich glaube, eine Landverbindung zum Gegner wird utopisch. Aber da uns Blau auch inzwischen in Ruhe lässt, können wir, glaube ich, bald in die Offensive gehen. Wir haben bald unsere Siedlung so gut wie maximiert. Ich meine, hier würde noch ein bisschen was gehen, aber wir haben nicht wirklich einen Mangel an irgendwas. Theoretisch nochmal einen großen Tempel irgendwo bauen. Also prophylaktisch. So, die sind hier schon mal sehr. Die sind schon mal ein bisschen stuck. Ich glaube, Grün hat jetzt auch keine Priester mehr. Ist der Raid-Anführer-Button eigentlich dafür, dass du jemand. Ja, das ist dafür da, dass jemand einen
jemanden aussuchen kann, der geradet wird am Ende des Streams. Aber ich raide, ehrlich gesagt, gar nicht regelmäßig genug. Und mit den Zeiten, die ich streame, findest du auch nicht so viele deutsche Streamer, die am Ende meines Streams noch aktiv sind. Vor allem im Siedlerbereich wird es halt auch nochmal schwierig. Die Leute halt komplett woanders hinzuschicken, ist halt, bringt halt, finde ich, auch nicht viel. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich verstehe nicht, wieso die Kasernen so ausgelastet sind. Einfach mal dich einen Zuschauer raiden, das eine 10k Zuschauer. Also ab der Größe hast du normalerweise auch eingestellt, dass Raids unter einer bestimmten Größe dir gar nicht angezeigt werden. Ja, das musst du machen, weil sonst wird das ständig, werden ja ständig irgendwelche Leute angezeigt. Irgendwelche Leute mit ein oder zwei Viewern, die dann halt meinen, dich zu raiden. Obwohl sie effektiv dir niemanden schicken. Dann werden halt wirklich nur Leute angezeigt mit einer größeren Zuschauerschaft, was meistens ja auch Freunde von diesem Streamer sind. Wenn so eine. Ist irgend so eine Einstellung, wenn die mitbekommen will, wäre ich sehr enttäuscht. Ja, damit wirst du dann leider leben, weil an dem Punkt werde ich nicht mehr jeden 5 Viewer raid. Ich bin überhaupt schon geradet worden. Ich bin einmal noch zu meinen Warfare-Zeiten geradet worden, da habe ich nicht mal kapiert, was abging. Ansonsten, ich meine, ja, Siedler, ich habe 2-3 Mal von Soccer Lounge vielleicht. Ich weiß nicht, ob mich Fetti mal geradet hat. Na komm, blau nochmal. So viel zum Thema, da passiert nichts mehr. Und er teilt sich auch noch schön auf. So, kämpfen wir noch mal außerhalb unseres Gebietes, damit wir auch schön unsere volle Kampfkraft einsetzen können. Mit Dieben spionieren. Ja, das Ding ist, die KI spürt ja Diebe. Bringt nichts. Du kannst Diebe in S4 nicht gegen die KI für ihren eigentlichen Zweck einsetzen. Du kannst ein bisschen versuchen zu spionieren, aber auch nicht wirklich viel. Blau hat keine Priester mehr, confirmed. Soll ich schnell einen Stream starten, den du dann raiden kannst? Nein. Das nehme ich als Beleidigung. Das klingt nach einem Du-Problem. Was wäre dein Content? Das ist eine gute Frage.
hoffe, der Content ist mindestens so wild wie der dein Discord-Server. Maximierte Kampfkraft ist mir jetzt auch egal. Ich marschiere jetzt einfach mit 400 Soldaten rein. Hast du gerade über meinen Discord-Server gesprochen? Ja, habe ich. Und darüber, dass der absolut wild ist. Jetzt habe ich Priester und ich benutze sie nicht. Aber gut, ich lasse mal lieber in der Verteidigung. Ich ziehe jetzt hier nicht noch Priester mit. Da ist grün. Das hier sieht nach dem Eingang aus. Wenn ich streamen würde, wäre das extrem gefährlich. Inwiefern? Warte, warte, keine Axtkämpfer nach vorne. Die Axtkämpfer bleiben mal schön hinten. Ich will die Türme erobern. Boah, hier ist ja mehr Wald als auf jeder Okapi-Karte. Plot Twist, jetzt stellt sich bestimmt raus, dass das hier eine Okapi-Karte ist. Sagen wir mal, ich sollte das Gefühl kenne ich allerdings. Manchmal sage ich zu wenig. Ich sehe noch mehr über meinen wilden Discord-Server, wenn ich noch Probleme kriege. Hä? Erstens könnte ich das gar nicht, selbst wenn ich es wollte. Zweitens kommt auf deinen Discord-Server doch eh niemand ohne Einladung drauf. Keine Ahnung, wie viele Einladungen noch im Umlauf sind. Ja, du kannst aber in den Server-Einstellungen gucken, welche Einladungslinks es noch gibt, soviel ich weiß. Und du kannst die auch alle. Kannst die auch alle entwerten. Also, das dürfte kein Hindernis sein.
Okay, jetzt rastet Grün ein bisschen aus. Ich bin nicht so der Voice-Chat-Typ. Bitte hört euch auf. Ich hab gehört, ist der Spielfamilien-Typ. Wie sich heute herausstellte, ja. Okay, hier scheint die Kaserne zu sein. So viele L1er, wie mir hier entgegengeströmt kommen. Okay, das sieht nach Hauptquartier aus. Zeit für ein bisschen Axtkämpfer-Action. Nein. Also den Turm will ich haben. Ich will, dass die Kaserne am Ende zerstört ist. Aber ich sehe, was sie meinen mit zerstöre ihre seine Burgen. Das sind mindestens 4. Oder es waren zumindest mal 4. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch hinkriegen. Also, Siedler kann schwer sein, da muss ich nur entsprechend handicappen. Oh je. Seid ihr stolz auf euch? Seid ihr stolz auf euch? Okay, hier sind nur 2, aber... Holy shit.
Ich glaube, so viele Schwefelminen habe ich in meinem ganzen Siedlerleben noch nicht gebaut. Mal kurz. Okay, ja, blau. Gut, dass ihr blau nicht auch noch besiegen musst. Holy shit, wie viele Burgen hat der bitte? Ist ja schlimm. Und hier, ja, hat halt total die übertriebene Economy. Und hier sind mindestens mal zwei große Tempel gewesen. Also ja, es passt halt auch, dass der so viele Priester hatte. Wie viele hatte? Blau hatte auch zwei Tempel. Na gut, das ist für 10 Angriffstruppen. Sieg ihn bitte trotzdem. Nein. Wir sind jetzt lang genug am Streamen. Und wir haben immerhin auch eine neue Challenge-Idee. Also ich glaube, Siedler-Content ist für eine Zeit lang doch wieder gesichert, wenn es ankommt. Ich danke fürs dabei sein und kann sein, dass ich morgen Abend streame, aber das steht noch nicht fest. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie der Abend sich morgen entwickelt. Donnerstag wird kein Stream sein, da bin ich HGLG-technisch eingebunden. Und ansonsten muss ich dann halt gucken. Ich muss ein bisschen Zeit wieder reinkriegen, weil wir ja doch ein paar Wochen ohne Streams hatten. Aber anyway, wir schauen mal, wie es ist und bis zum nächsten Mal.